Noch ist es eine Baustelle, aber hier soll künftig Kriminalität bekämpft werden. In Leipzig entsteht das sogenannte GKDZ, das gemeinsame Kompetenz- und Dienstleistungszentrum oder einfacher gesagt ein Abhörzentrum der Polizei. Neben Sachsen-Anhalt beteiligen sich daran Sachsen, Thüringen, Berlin und Brandenburg. Die Innenminister der Länder haben dazu heute einen Staatsvertrag unterzeichnet. Bislang hat das ja jedes Bundesland für sich selber gemacht. Das ist ja keine Erweiterung von Aufgaben, sondern das ist eine Telefonüberwachung im Rahmen von Strafverfahren, die durch richterlichen Beschluss angeordnet werden. 50 IT-Ermittler sollen Telekommunikation überwachen, also Internet, Telefon, SMS und Messenger-Dienste. Sie sollen Hinweise zu Straftaten wie Mord und Vergewaltigung sammeln. Auch Terrorverdächtige sollen überprüft werden. Die Linkspartei fürchtet, die Ermittler könnten zu viele Informationen sammeln, auch über Unschuldige, ohne damit die Sicherheit zu erhöhen. Mehr Rechte bei den Geheimdiensten sorgt nicht automatisch dafür, dass Terror bekämpft wird. Wir sehen da andere, wichtigere Baustellen. Die Innenminister haben sich nun die Baustelle Stärkung der Geheimdienste, stärkere Zusammenarbeit herausgesucht. Das reicht bei weitem nicht aus. Die Entscheidung, wer überwacht wird und wer nicht, wird auch in Zukunft von einzelnen Landesbehörden getroffen und wird richterlich angeordnet, so wie es auch bisher geschieht. Die Daten, die dann gemeinsam gesammelt werden, sollen aber für jedes Bundesland getrennt gespeichert und ausgewertet werden. Sachsen-Anhalts Beauftragter für den Datenschutz hat dagegen keine Einwände. Er hatte im Vorfeld nur kleinere Änderungen am Staatsvertrag durchgesetzt. Die einzig fundamentale Kritik kommt von der Opposition. Die Kontrolle des Abhörzentrums durch die Parlamente werde behindert. Also nach wie vor ist es so, dass jedes Landesgremium für sich in seinem Territorium arbeitet, dass aber eine gemeinsame Arbeit länderübergreifend nicht möglich ist. Also genau dieser Austausch, der jetzt auf Behördenebene möglich sein soll, auf parlamentarischer Ebene nicht möglich sein soll. Diesen Vorwurf lässt Sachsen-Anhalts Innenminister nicht gelten. Das parlamentarische Kontrollgremium ist nicht zuständig für Strafverfahren. Das parlamentarische Kontrollgremium ist zuständig für Maßnahmen des Verfassungsschutzes. Und über diese Maßnahmen reden wir heute nicht und die betreffen auch dieses Kompetenzzentrum nicht. Obwohl Sachsen-Anhalt den Staatsvertrag schon unterschrieben hat, muss der Landtag nach der Sommerpause noch darüber beraten. Und es dürfte eine spannende Debatte darüber werden, wer die Arbeit des neuen Abhörzentrums kontrollieren darf. Das Zentrum soll 2019 den Betrieb aufnehmen.